Weißt du, was sexy ist? Die Altersrente. Fast so sexy wie Pfandflaschen zum Automaten bringen. Mit dem Unterschied, dass du beim Pfandautomaten weißt, wie viel Geld am Ende rauskommt. Bei deiner Rente jedenfalls trifft das nicht zu. Hier sind 4 Gründe, warum du niemals die Rente bekommst, die du verdient hast. Grund 1. Du bist zu jung und viel zu viele Deutsche zu alt. Und da liegt das Problem. Das Rentensystem leidet extrem unter dem demografischen Wandel. Bis 2035 werden 20 Millionen Menschen in Deutschland über 67 Jahre alt sein. 4 Millionen mehr als heute. Aber das ist nicht alles. Die Alten werden außerdem immer älter und kommen damit länger in den Genuss der wohlverdienten Rente. Zudem schrumpft die Gruppe der Beitragszahlenden. Schon heute machen die 15- bis 24-Jährigen nur noch etwa 10% der Gesamtbevölkerung aus. Ein historisches Tief. Weniger Leute, die einzahlen, mehr Leute, die länger bekommen. Aus der Bevölkerungspyramide ist längst eine Bevölkerungsurne geworden. Doch was kann man gegen den demografischen Wandel tun? Mehr Kinder kriegen? Dieser Zug ist abgefahren. Hatte deine Oma früher 3 Kinder, dann müsstest du jetzt 6 Kinder in die Welt setzen. Und? Was kann Deutschland tun, um dich zu solchen Höchstleistungen zu motivieren? Schreib's in die Kommentare. Eine Lösung, die in diesem Zusammenhang immer wieder gerne genannt wird, ist, dass man sagt, wir brauchen mehr Zuwanderung. Damit können wir es schaffen, dass die Überalterung in der Gesellschaft aufhört, dass die Gesellschaft jünger wird. Aber das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kommt zu dem Schluss, ja, Zuwanderung kann ein bisschen helfen, aber letztendlich verhindert Zuwanderung auch nicht, dass unsere Bevölkerung stark altert. An der Bevölkerungszahl zu drehen ist also vergeblich, wenn du später eine auskömmliche Rente kriegen willst. Hinzu kommt Grund 2. Die Boomer gehen in Rente, also die bevölkerungsstarke Nachkriegsgeneration. Im deutschen Rentensystem zahlen die Jungen für die Alten. Der Generationenvertrag. In den 60er Jahren kamen auf einen Rentenempfänger 6 Beitragszahler. 2050 müssen schätzungsweise 1,3 Beitragszahler diese Kosten stemmen. Eine utopische Vorstellung. Bereits jetzt müssen 106 Milliarden Euro Steuern zusätzlich in die gesetzliche Rente gepumpt werden. Immerhin ein Viertel des Bundeshaushalts. In 20 Jahren könnte es schon fast die Hälfte sein, wenn sich hier nichts ändert. Um den Druck der Babyboomer-Generation auf das Rentensystem zu reduzieren, müssten schnell politische Entscheidungen getroffen werden. Mehr einzahlen, länger arbeiten und weniger Rente bekommen? Politisch alles höchst umkämpfte Maßnahmen und wenig verlockend. Bisher ist es so, dass es beim Renteneintrittsalter nur Pläne bis einschließlich 2030 gibt. Darüber hinaus gibt es noch nichts Konkretes. Der Wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums schlägt vor, dass man das Renteneintrittsalter künftig an die Lebenserwartung koppelt. Da gibt es eine Faustformel: pro Jahr Lebenserwartung mehr, 8 Monate mehr arbeiten und 4 Monate mehr Rentenbezug. Das würde dann dazu führen, dass man 2040 ein Renteneintrittsalter von 68 Jahren hat. Allerdings ist das eine Sache, die in der Bevölkerung auf nicht so viel Gegenliebe stößt. Die Leute wollen einfach nicht unendlich lang arbeiten. Das Rentensystem müsste reformiert werden. Aber wie? Momentan würde eine Rentenreform mehrheitlich durch die Wahlentscheidung der älteren Generation beeinflusst. Also durch die Generation, die momentan von der Rente lebt oder demnächst davon leben wird. Zukunft ist da möglicherweise ein untergeordnetes Thema. Eine Anhebung des Renteneintrittsalters bis 2030 ist vereinbart. Und weitere Pläne? Fehlanzeige. Jetzt aber mal ganz konkret, warum dein Lebensabend rententechnisch eher unterdurchschnittlich performen wird. Grund 3. Deine Arbeit lohnt sich nicht. Teilzeit, Niedriglohnsektor oder unbezahlt. Alles ohne Lohnsteuerkarte geht an der Rente vorbei. Trifft das bei dir nicht zu, musst du jetzt rechnen. Einen vollen Rentenpunkt kriegst du, wenn du im Jahr, grob gesagt, etwas über 40.500 Euro verdienst. Das sind rund 3.300 Euro brutto im Monat. Und wenn du dieses Level 45 Jahre hältst, kannst du dich über knapp 1.500 Euro Rente freuen. Oder eben nicht, denn das ist nicht mal die Hälfte von dem, was du durch Arbeit verdient hättest. Außerdem wird deine Rente versteuert, ist schließlich Einkommen. Und die Kranken- und Pflegeversicherung wird auch noch fällig. Kurzer Reality-Check: Kein normaler Mensch zieht 45 Jahre auf diesem Niveau durch. Erziehungs- und Pflegezeiten, Arbeitslosigkeit, Krankheit, schlecht bezahlte Jobs, später Einstieg ins Berufsleben, eine kleine Pandemie. Millionen Deutsche bekommen diese Musterrente nicht. Auch deutsche Realität. Ende 2020 haben mehr als 1,5 Million Menschen in Deutschland Grundsicherung erhalten. Altersarmut.
Seit der Einführung dieser Sozialleistung im Jahre 2003 hat sich die Zahl beinahe verdoppelt. Die Grundsicherung stockt die Rente auf, die allein nicht zum Leben reicht. Seit Januar 2021 gibt es außerdem die Grundrente. Sie kommt vor allem Frauen zugute, die durch Kindererziehung häufiger in Teilzeit und nicht selten im Niedriglohnsektor arbeiten. Bei der Grundrente werden zum Beispiel Erziehungszeiten von Kindern und die Pflege von Angehörigen fairer angerechnet. Die Grundsicherung und die Grundrente sollen also soziale Härten im Alter abfedern. Trotzdem haben sie einen riesigen Haken. Beide Systeme sind steuerfinanziert und kosten Milliarden. Tendenz steigend. Je nachdem, wie die finanziellen Herausforderungen geschultert oder neue Rentenbeiträge generiert werden sollen, kann es passieren, dass du in Zukunft tiefer in die Tasche greifen musst. Geld, das dir dann vielleicht fehlt, um die beiden fehlenden Säulen der Rentenvorsorge aufzustellen. Die Betriebsrente und vor allem die private Absicherung. Kommen wir also zu Grund 4. Lass mal privat reden. Denn jetzt geht's an dein privates Geld. Wie viel musst du zusätzlich sparen, um im Alter nicht arm zu sein? Und wo soll die Kohle herkommen? Und die ganzen Angebote? Riester, Rürup, Rentenfonds. Wer verspricht dir eigentlich, dass da nach 40 Jahren was rumkommt? Lieber jetzt leben, oder? Fakt ist, nur knapp 16 Millionen Deutsche haben eine private Altersvorsorge. Und im Jahr 2020 dachten gerade einmal 560.000 Personen über eine private Altersabsicherung nach. Bestimmte Systeme wie die Riester-Rente sind staatlich gefördert. Doch sie werden von Verbraucherschützern und Forscherinnen als ungerecht und ineffizient bezeichnet. Das Modell schließt bestimmte Berufsgruppen aus, aber begünstigt mittlere und hohe Einkommen. Die Verträge sind kompliziert, die Renditen mickrig und jeder vierte Euro fließt in die Taschen der privaten Anbieter. Deswegen stagniert die Zahl der Riester-Renten und bereits 20% werden von den Anlegern nicht mehr bespart. Okay, weißt du jetzt, wie du am besten privat vorsorgen kannst? Und vor allem, wie viel du im Monat investieren musst, um später gut auszukommen? Um im Alter nachher nicht ohne Geld dazustehen, sollte man mit seinem Arbeitgeber gemeinsam in eine Betriebsrente einzahlen. Ich finde das super wichtig. Ich glaube, so 300 Euro im Monat müssen aber schon herhalten. Dann ist dein Arbeitgeber dazu verpflichtet, 15% von dem ebenfalls einzuzahlen, also weitere 45 Euro, sodass am Monatsende 345 Euro eingezahlt werden von dir und von deiner Arbeitgeberin. Kurz gesagt, wir werden alle sterben. Aber vorher soll bitte noch ein bisschen Rente rumkommen. Wie sich das Rentensystem in Deutschland entwickelt, hängt von verschiedenen wirtschaftlichen und politischen Faktoren ab. Zum Beispiel könnte eine globale Mindeststeuer von 15% die Rente mitfinanzieren. Diese Steuer wird international verhandelt, ist aber noch keine beschlossene Sache. Fakt ist, das deutsche Rentensystem kippt. Aber muss man gleich den Teufel an die Wand malen? Bekommt man die Kostenexplosion wirklich nur durch Steuererhöhungen, längeres Arbeiten und ein niedriges Rentenniveau in den Griff? Für ein stabiles Rentenniveau brauchen wir mehr Leute, die in die gesetzliche Rente einzahlen. Auch Lehrerinnen und Lehrer, Polizisten und Beamte. Wir müssen auch darüber nachdenken, reiche, einkommensstarke, hohe Erben oder auch Finanztransaktionen zu besteuern, damit mehr Steuermittel da sind, um auch die Rentenversicherung zu finanzieren. Und abgesehen davon, ein hoher und guter Mindestlohn, eine hohe Tarifbindung, damit Leute erst gar nicht in den Niedriglohnsektor arbeiten müssen, das sorgt auch für eine auskömmliche Rente im Alter. Schauen wir mal zu unseren Nachbarn, den Niederländern. Dort erhält jeder 98% seines Durchschnittslohns. Die sogenannte Grundrente wird hier an alle ausgezahlt, die zwischen 15 und 65 im Land gewohnt haben. Ob du in dieser Zeit durchgängig gearbeitet hast oder nicht, spielt keine Rolle. Auch diese Grundrente kann aufgestockt werden, zum Beispiel mit Betriebsrenten. Die sind weit verbreitet. Doch ganz problemlos läuft es auch bei dem Nachbarn nicht. Da die Pensionsfonds am Kapitalmarkt hängen, leidet das System momentan unter den Niedrigzinsen. Auch in Deutschland ist Bewegung drin. Die neue Bundesregierung will zur Stützung der gesetzlichen Rente in einem ersten Schritt der deutschen Rentenversicherung im Jahr 2022 aus Haushaltsmitteln einen Kapitalstock von 10 Milliarden Euro zuführen. Auf Deutsch, man will Gewinne an den Kapitalmärkten erzielen. Klingt viel, ist aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Konkret heißt das, mehr Rente für alle. Ganze 12 Tage mehr. Das
Problem ist, wenn man sich die Pläne der wohl künftigen Ampelkoalition genauer anschaut, stellt man fest, das ist allerhöchstens halbherzig, was da geplant ist. Die große Reform, die dringend notwendig wäre, um den Kollaps zu verhindern, die bleibt wohl aus. Obwohl der Wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums dringend empfiehlt, das anzupacken. Und das heißt, jüngere Generationen werden auch künftig das Nachsehen haben. Und für jüngere Generationen wird auch weiterhin wenig gemacht, was die Rente angeht. Nein, sexy ist das Thema Altersrente wirklich nicht. Aber es ist vernünftig. Genau wie der Automat für Pfandflaschen, der dich belohnt, wenn du ordentlich reinsteckst. Aktien, private Altersvorsorge oder gar nicht. Wie sorgst du fürs Alter vor? Schreib es uns in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Abo von dir. Ist unser Rentensystem am Ende? Unser Kollege Mirko von Mr. Wissen2Go hat ein Video dazu gemacht. Wir haben es dir verlinkt. Schau mal rein.